Es gibt nichts Schöneres, als einem kleinen Regentropfen beim Fallen zuzuschauen. Es gibt nichts, wo schöner ist, als einem kleinen Regentropfen beim Fallen zuschauen zu tun. Mhm. Es gibt nichts. 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 Mhm. Achten Sie bitte genau auf meine Zungenstellung, verehrte Frau Kaiserin. Die hochwohlgeborene Zunge erhebt sich froh und presst sich oben mit Macht labiodental an die Backenzähne. Nichts. Nix. Ja, wunderbar. Schon besser. Oh, es ist echt kackschwer, Herr Bokubenko. Bokubenko? Ja, aber ich glaube schon langsam, du einen Dreh raus haben, oder? Oh ja, Sie sind sehr begabt, sehr begabt. Versuchen wir es noch einmal. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts, wo schöner ist. Ohne wo? Es gibt nichts, ohne wo schöner ist. Als einem kleinen Regentropfen. Als einen kleinen Regentropfen. Einem. Ja, genau. Kleinen. Ja, wunderbar. Einem kleinen Regentropfen. Einen kleinen Regentropfen. Meine liebe Sissi. Franzl. Herr Okupenko, wie entfaltet sich der Diktionsunterricht? Kommen Sie voran? Oh ja, ich habe selten mit einer so begabten und gelehrigen Schülerin gearbeitet, Euer Majestät. Das ist ja phänomenal, Okupenko. Nach all den enttäuschenden Vertretern Ihrer Zunft, die wir entlassen mussten und die nie wieder irgendwo eine Anstellung fanden und jetzt am Hunger. Ja, das, nein. Also ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass Ihre Frau Gemahlin schon bald in Anmut und Würde in Europa... Gescheißen, Okupenko, jetzt tust du aber ordentlich übertreiben, oder? Du, es ist eh saugeil mit dem Dr. Pädophil. Danke, aber es heißt natürlich Dr. Pet und viel, also zwei Doktortitel. Okupenko, Sie sind entlassen. Natürlich, küss die Hand. Leckst mich am Arsch, was ist mit dem? Aber was soll sein? Er war einfach nicht gut genug für meine Sissi. Franzl.